Sehr geehrte Frau Bundesministerin, sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrter Herr Staatsminister Blume, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in Freiburg, ganz besonders, insbesondere auf unsere weitgereisten Gäste, ja nicht nur aus Berlin, nicht nur aus München, sondern aus ganz Deutschland. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen bei uns in Freiburg. Ich freue mich ungemein, dass Sie sich hier bei uns treffen. Und das möchte ich auch im Namen der beiden anwesenden Landtags- und Bundestagsabgeordneten sagen. Es ist schön, dass Sie auch mit dabei sind. Und liebe Professorin Kriegelstein, sehr geehrte Rektorinnen und Rektoren, liebe Präsidenten, Präsidentinnen, Mitarbeitende aus so vielen unterschiedlichen Universitäten, Hochschulen, Forschungseinrichtungen. Ich freue mich, dass Sie angereist sind, unterstützt, organisiert, koordiniert von so vielen Mitarbeitenden der Deutschen Forschungsgesellschaft. Sie haben sich die richtige Stadt rausgesucht. Freiburg als Universitätsstadt, Freiburg als Stadt der Wissenschaft, Freiburg als ja im Durchschnittsalter mit Heidelberg der jüngsten Stadt Deutschlands. Freiburg ist eine Stadt, wo sogar der Oberbürgermeister morgens in der Bahn mal angesprochen wird nach der Sommerpause, na, auch auf dem Weg zur Universität. Und dementsprechend sind wir eine wissbegierige, eine lebensfreudige, ja eine weltoffene Stadt, 172 Nationen und natürlich geprägt von der Universität. Wir sind so geprägt von unserer Universität, liebe Rektorin Kriegelstein, liebe Anwesende, unserer geliebten und wertgeschätzten Universität, dass sogar wir in unserem Rathaus quasi in einem Gebäude der Universität sitzen. Der Freiburger Gemeinderat tagt in einem ehemaligen Unigebäude. Unsere Aula ist die ehemalige historische Aula des Universitätssenats. Und das zeigt an der Stelle nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Zukunft, in der Gegenwart mit Stadt-Uni-Gesprächen, Stadt-Uni-Uni-Klinik-Gesprächen, wie eng diese Verbindung ist. Und das wirkt, das prägt unsere Stadt. Und deswegen freue ich mich, dass Sie heute Abend alle hier sind. Und natürlich, Sie sehen es immer noch, wir merken es immer noch, wir haben sehr ambivalente Zeiten. Auf der einen Seite schön, dass so Veranstaltungen wieder in Präsenz möglich sind, dass eine Bundesministerin, ein Staatsminister, die Präsidentin, alle hier in Präsenz mit Ihnen gemeinsam diesen Abend mit guter Musik und dann später auch im Gläschen genießen können. Und trotzdem merkt man doch gerade an diesem auch jetzt wieder besseren Umstand, ja, die Pandemie ist noch da, ja, es gibt noch Infektionen, keine Frage. Und ja, wir haben alle Respekt vor dem Herbst und dem Winter. Aber was Forschung alles möglich macht, hat man gerade hier an der Stelle an der Entwicklung des Impfstoffs gesehen. Und es gibt unter anderem beispielsweise von der Londoner Imperial College einen Fachbeitrag, der sagte, ohne diese Entwicklung des Impfstoffes hätten wir weltweit bis zu 20 Millionen Covid-Tote zu befürchten gehabt. Und da sieht man, was Forschung, aktive Forschung und dann schnell umgesetzt in praktisches Tun alles bewirken kann. Und natürlich denkt man dann zuerst an Mainz, man denkt aber vielleicht auch irgendwann mal dann an Paxlovid, an dieses Medikament, auch ein sogenannter Game Changer von Pfizer mitentwickelt. Und Pfizer hat zufällig einen Forschungs- und einen Entwicklungsstandort bei uns in Freiburg und hat hier in den vergangenen 10 Jahren rund 500 Millionen Euro investiert. Und ich freue mich, dass diese Paxlovid-Tablette hier quasi für den weltweiten Markt in über 125 Länder von Freiburg quasi produziert und auch verschifft wird. Weil das ist wirklich ein bemerkenswertes Zeichen. Freiburg ist bekannt für das Münster, Freiburg ist bekannt vor allem für die Universität, aber für diesen Medizinbereich, der so riesig in unserer Stadt ist. Wir erwarten bald 40.000 Beschäftigte im medizinischen Bereich. Das ist wirklich immens. Gerade auch mit Intuitive Surgical, Pfizer oder Stryker, Global Player, aber vor allem auch kleinere Unternehmen. Das ist wirklich ein Markenzeichen unserer Stadt. Zu anderen werde ich gleich noch kommen. Wir werden bei dieser Ambivalenz, habe ich gesprochen, die besteht nicht nur aus dem, was alles Forschung bewirken kann, sondern natürlich schlittern wir von Krise zu ja auch internationaler Herausforderung oder gar Katastrophe mit dem Angriffskrieg in der Ukraine. Freiburg hat 12 Partnerstädte, eine davon ist in der Ukraine, das ist Lemberg, das ist Lviv im Westen der Ukraine. Ich war vor 8 Tagen selbst nochmal vor Ort mit meinem Kollegen Andriy Sadovy. Wir haben ganz lange, 30 Jahre, eine Städtepartnerschaft mit Lemberg. Von Anfang an total politisch. Damals, als die Partnerschaft bekundet wurde, gab es 2 Punkte auf der Gemeinderatssitzung in Lemberg. Das erste war die Loslösung der Sowjetunion und die Nationalisierung der Ukraine. Und das zweite war die Städtepartnerschaft mit Freiburg. Also von Anfang an war das sehr politisch. Und gleichzeitig, gerade wenn man vor Ort jetzt auch nochmal ist, aber auch hier aus Freiburg, eine Riesenwelle der Solidarität.
Ich muss jetzt gar nicht über die 2.500 Geflüchteten hier in Freiburg sprechen aus der Ukraine, sondern wahnsinnig schnell eine wirklich gelebte Solidarität, 5 Millionen Euro an Spenden. Mit einem Anruf in Stuttgart habe ich 2,6 Millionen Euro medizinische Geräte bekommen. So schnell habe ich als Oberbürgermeister noch nie Geld von der Landesregierung erhalten. Und es gibt hier wirklich ganz, ganz, ganz konkrete Hilfe und Unterstützung. Und das ist bemerkenswert. Und ich war in unserer Partnerstadt, um genau das auch an der Stelle nochmal zu untermauern, was da alles läuft. Und unter anderem hilft auch die Universität mit der Uniklinik. Wir kriegen wöchentlich Listen geschickt und bestellen quasi über die Uni-Apotheke die Materialien quasi für die Krankenhäuser in Lemberg. Und es kommt an. Und einfach um nochmal so eine Dimension, weil wir kennen jetzt alle seit über 100 Tagen den Krieg, jeden Tag. Aber einfach um mal noch so eine Dimension zu nennen, über 5 Millionen Geflüchtete sind durch unsere Partnerstadt durch. Und alleine 250.000, also mehr als wir selbst Einwohner haben, sind aktuell in dieser Stadt zusätzlich dauerhaft geblieben. Und die Besuche auch beispielsweise des Kinderkrankenhauses oder der anderen Krankenhäuser, die machen einen emotional sprachlos, wenn man diese Geschichten und die Schicksale auch persönlich nochmal erlebt. Aber natürlich auch universitär. Unsere Partnerstadt hat fast 100.000 Studierende in der Stadt. Und ich war in einer Kunsthochschule, in der Lemberger Kunstakademie, die hat aus Kharkiv, aus dem Osten, 2 Hochschulen bei sich integriert. Also quasi sich selbst sozusagen ohne Erweiterung der Räumlichkeiten verdreifacht. Und aus Kharkiv sind sowohl die Dozierenden als auch die Studierenden alle auch nach Lemberg geflohen. Und das zeigt ein Stück weit eine Solidarität im Land selbst, aber auch wie dieses Land entsprechend leidet. Und dementsprechend möchte ich unter anderem auch der Universität und unserer Uniklinik wirklich Danke sagen, aber ich glaube auch vielen hier im Raum für diese konkreten Zeichen für Hilfe in der Ukraine. Und ich kann uns alle nur auffordern, dass wir nicht nachlassen und uns nicht an diesen furchtbaren Krieg gewöhnen dürfen. Auch gerade für die vielen, vielen Lehrenden, Studierenden, Dozierenden ebenfalls. Es ist so ein krasser Fallback für dieses Land. Danke für Ihre Solidarität und konkrete Unterstützung. Liebe Präsidentin, Professorin Becker, Sie werden auf die Ukraine noch eingehen, aber so viel wollte ich vorwegnehmen und gleichzeitig, aber natürlich auch, Sie treffen sich hier in Freiburg, ich habe es gesagt, ja, die mit Heidelberg die jüngste Stadt Deutschlands und gleichzeitig natürlich geprägt durch eine der ältesten, renommiertesten Universitäten des Landes mit einem, ja, wirklich als Volluniversität mit einem beeindruckenden Fächerspektrum, sich selbst auch immer wieder neu weiterentwickelnd und wir stehen natürlich mit der Universität im engsten Austausch, aber auch mit unseren Hochschulen. Beispielsweise die Musikhochschule, die wir gerade genossen haben, hat auch wiederum zum Thema Ukraine Geflüchtete und Musizierende aus Odessa aufgenommen und bei sich quasi mit integriert, die dort musikalisch sich weiterbilden. Neben den vielen tausenden Mitarbeitenden und der Stadtverwaltung ist der danach größte Arbeitgeber in dieser Stadt, wo wir gerade sehen, sind die Fraunhofer Forschungsinstitute. Und das zeigt ein bisschen die DNA dieser Stadt. Das heißt, die Fraunhofer, 5 Stück an der Zahl, haben mehr Arbeitsplätze als alle anderen Arbeitgeber zusammen. Wie gesagt, Uniklinik, Universität, Stadtverwaltung ausgenommen. Und das zeigt mit den anderen, Hans Schickert, Max Planck, mit den anderen Forschungsinstituten auch die Bedeutung von Wissenschaft bei uns in Freiburg. Und das ist richtig stark, was sich dort alles entwickelt. Und wir als Stadt Freiburg sind nicht nur für Wissenschaft insgesamt, sondern, glaube ich, vor allen Dingen auch angewandte Forschung im Bereich von erneuerbaren Energien bekannt. Green City Freiburg, um hier auch mal eine Größenordnung zu nennen. Wir hatten in den letzten 10 Jahren mehr Fachbesucherinnen und Fachbesucher, als wir selbst Einwohner haben, die sich nur praktische Klimaschutzprojekte angeschaut haben. Und deswegen, liebe Frau Ministerin, lieber Herr Minister, Sie sind beim nächsten Mal gerne auch zu einer Tagesexkursion bei unserem Rathaus eingeladen. Das war das erste Verwaltungsgebäude, das mehr Energie erzeugt, als es verbraucht, obwohl dort rund 800 bis 900 Mitarbeitenden arbeiten. Oder aber auch wiederum ein sehr schöner Termin, unser Fußballstadion, das neue, wo wir gerade versuchen, das größte Solardach oder jetzt vermeintlich mit Istanbul das zweitgrößte Solardach der Welt auf einem Fußballstadion zu etablieren, gerade in der Umsetzung sind. Da gibt es, ich glaube, in 17 Tagen gibt es den Startschuss für diese PV-Anlage. Oder aber eben natürlich auch andere Beispiele. Freiburg hat ein Problem, ein ganz großes, das ist bezahlbarer Wohnraum.
Wir bauen gerade einen neuen Stadtteil, um Ihnen mal eine Größenordnung zu geben. Wir reden von 22 neuen Kindergärten, aber eben auch 700 Apartments für Studierende und 300 für Mitarbeiter-Apartments der Uniklinik. Und das Ganze versuchen wir nachhaltig zu machen. Und da ist die Universität extrem unterstützend dabei, weil sie zu dieser fixen DNA in unserem Freiburg einfach dazugehört. Und dementsprechend sage ich nochmal, es ist schön, dass Sie in Freiburg sind. Bleiben Sie gerne ein bisschen länger. Wir freuen uns, uns wirklich selbst auch immer wieder herauszufordern, gerade in dem Bereich von auch angewandter Forschung. Und das ist bemerkenswert, für was in dieser Stadt alles, was alles bewegt wird an neuen Forschungsimpulsen. Und ganz viel hat natürlich in der Universität den Ausgangspunkt, aber auch in den Forschungsinstituten, da bewegt sich wahnsinnig viel. In meiner Vorbereitung würde noch stehen, eine Vierfach-Solarzelle, die sozusagen die Wirkungsgrade wahnsinnig übersteigt und. Aber Freiburg ist auch gemütlich und eingebettet, einer der größten kommunalen Waldbesitzer. Somit genießen Sie auch ein bisschen das Grün, das fast immer sonnige Wetter in der sonnigsten Stadt Deutschlands. Und dementsprechend sage ich ganz wunderbar, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Wir freuen uns auf viele Kooperationen. Willkommen in Freiburg. Thank you.